Sina, was ist dir in Erinnerung geblieben von deinem bislang einzigen Bundesligaspiel am 20. Februar 2011 gegen Turbine Potsdam, als du in der 42. Minute eingewechselt wurdest? Ich weiß noch, dass es sehr kalt war, viel geschneit hat, katastrophales Fußballwetter eigentlich. Ja, ich habe eigentlich nicht wirklich damit gerechnet, dass es zu irgendeinem Einsatz kommt von mir, weil ich 17 Jahre war erst ganz neu in der Mannschaft dabei. Viele, die schon längere Zeit dort gespielt haben, auch auf der Bank gesessen haben. Letztendlich hat sich in der um die 40. Minute ja Sarah Kahnbach, ich glaube, etwas schwer am Knie verletzt gehabt. Und dann hieß es auf einmal, Sina, geh dich warm machen. Und da ist mir schon etwas mulmiger geworden. Und ja, letztendlich hat man den Unterschied innerhalb der ersten Bundesliga mal gesehen, dass auch noch dort es einen riesen Unterschied gibt zwischen den einzelnen Mannschaften jetzt im hinteren Tabellenfeld. Und jetzt Turbine Potsdam war ziemlich weit vorne, war von der Athletik und Ausdauer waren da schon große Unterschiede festzustellen. Das war einfach mal so ein, ja, eine Feststellung, was überhaupt alles möglich ist, wie weit man kommen kann und was danach alles nach oben zu machen ist, auch wie man sich noch weiter verbessern kann und wie der aktuelle Stand für mich auch in dem Moment halt einfach gewesen ist. Wie bewertest du die neue Situation im Frauenfußball im Saarland mit der nun entstehenden Kooperation zwischen Elversberg und Köttelborn? Also ich denke, dass es eine gute Chance ist, gerade für den Frauenfußball noch mal ein bisschen Aufwind zu bekommen und dass das durch den Verein und den Rückhalt auch alles gut umsetzbar ist und einfach, ja, hoffe, dass das alles so funktioniert, wie es geplant ist und alles schnellstmöglich so umgesetzt wird. Du bist Polizistin. Wie sieht eigentlich ein normaler Alltag mit Arbeit und Fußball bei dir aus? Das ist immer unterschiedlich. Im Polizeiberuf, jetzt wo ich im Streifendienst tätig bin, ist es so, dass man im Schichtdienst arbeitet. Dementsprechend sehen die Tage immer unterschiedlich aus, was mir auch relativ viel zuspricht, weil das Monotone nicht ganz so mein Ding ist. Dementsprechend ist es mal so, dass man Frühdienst hat, mittags heim was essen, dann zum Training oder von der Nachtschicht kommt, dann schlafen, essen, Training oder halt auch einfach mal frei hat und dann zum Training oder abends noch nach dem Training auf die Nachtschicht muss. Ist eigentlich alles sehr variabel und das finde ich aber auch alles gut so.